Internationale Organisationen gehen davon aus, dass bis zu 800 Millionen Menschen auf dieser Erde hungern. Corona hat es nochmal drastisch verschärft. Auch der schreckliche Angriffskrieg von Russland und Putin gegenüber der Ukraine trägt das Übrige dazu bei. Die EU-Kommission hat jetzt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben, dass bestimmte Regelungen, die wichtig sind für die Ökologie, vorübergehend ausgesetzt werden können. Da geht es beispielsweise um die Frage der Fruchtfolge oder es geht um die Frage von Flächenstilllegungen. Ich habe in einem schwierigen Abwägungsprozess Folgendes entschieden. Ich lasse vorübergehend zu, dass Weizen auf Weizen angebaut wird, obwohl ich weiß, dass das auch Konsequenzen hat. Denn die Fruchtfolge gibt es ja nicht umsonst. Sie ist wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Aber es hilft dazu, dass wir die Weizenmenge erhöhen können, um beispielsweise volatile Märkte auf der Welt zu beruhigen. Und ich habe mich ebenfalls dazu entschlossen, die 4% Flächenstilllegung für ein Jahr auszusetzen. Aber ich bestehe darauf, dass die Flächen, die bereits geschützt sind und die wichtig sind für die Biodiversität, dass die nicht angetastet werden, sondern nur nicht weitere Flächen vorübergehend dazukommen. Das ist ein Kompromiss, aber so ist es nun mal in schwierigen Abwägungen.